Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie wirken die Sternen und Sternbilder heute am 23. August 2017? Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Widder und hat eine abnehmende Mondphase. Das eignet sich ganz gut dazu, etwas verabschieden, loslassen, trennen, kündigen. Das kann auch eigenen Gefühlen sein, wie Angstgefühl. Und das speziell gilt für die Wiedergeborenen, weil dann liegt auch die Glück. Und darüber habe ich erzählt in einer extra Aufnahme, meinen täglichen Glücksenergie. Und das trifft momentan die Wiedergeborenen. Aber damit dieses Glück kommt, man soll von etwas verabschieden. Oft sind es die eigenen Ängste. In diesem Bereich, wo sich gerade die Mond befindet, wirkt ein Sternbild und dieses Sternbild heißt Walfisch. Und wie beeinflusst dieser Walfisch den heutigen Tag? Dazu erzähle ich die Geschichte. Es gab einmal eine Königin Cassiopeia. Und Cassiopeia prahlte überall, ihre Tochter Andromeda sei die schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Die Meeresjungfrauen waren nicht begeistert von dieser Nachricht und haben sich beschwert bei Poseidon. Poseidon war der Gott des Meeres. Poseidon wurde zornig und schickte die Walfisch zu Königreich, die Königin zu bestrafen. Was macht dieser Walfisch in diesem Königreich bei Cassiopeia? Nahm die Königstochter Andromeda und fesselte in Felsen. In die Nähe befand Medusa die Furchterregende. Natürlich hat Andromeda Angst bekommen. Und da hat sich gefühlt wie ein Stein und konnte sich nicht bewegen. Und das ist die Geschichte von Andromeda, das ist die gefesselte Königstochter. Dann kam die große Liebe Perseus mit seinem Schwert und befreit Andromeda von diesem Fessel. Und dann passierte noch etwas. Kam der geflügelten Pferd Pegasus und die beiden Liebenden, Andromeda und Perseus, fliegen davon. Das war ein besonderes Pferd, könnte auch fliegen. Und diese Geschichte, diese mythologische Geschichte ist für uns eine Botschaft. Wir sollen von unserem Ängsten befreien, sonst fühlen wir auch unbeweglich gefesselt und wir bekommen auch diese Flügel, wenn wir das trennen können. Und das gilt für uns alle, weil die Mond vermittelt diese Botschaft für alle Tierkreiszeichen. Aber speziell bei Wiedergeborenen ist es wichtig, weil hier wirkt Fortuna, der große Glück. Und darüber habe ich auch ein Aufnahme gemacht, die heutige Glücksenergie. Da erzähle ich das näher, wo haben die Wiedergeborenen gerade Glück. Die Glück kommt erst aber dann, wenn wir uns befreien von unseren Ängsten. Also das ist mal eine wichtige Botschaft, was die Mond uns vermittelt. Und wie trifft die Energie, diese kosmische Energie, die einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen sind Veränderungen und Umbrüche und hier liegt die Glück. Aber etwas hält uns noch gefangen, etwas hindert uns noch dabei. Oft sind es die eigenen Ängste. Also genau anschauen, was hindert uns bei den Veränderungen und das verbessern. Dann kommt auch das Glück. Und diese Wandlung befinden sich gerade die Wiedergeborenen. Eine gewisse Nervosität ist spürbar heute und dann brauchen die Wiedergeborenen, aber auch die Wagengeborenen, ein gewisses Gleichgewicht, die innere Ruhe bewahren.
Bei Tierkreiszeichen Stiergeborene ist ein wichtiges Thema Sicherheit, Stabilität und Beruf und Berufung. Viele Stiergeborenen suchen ihren wahren Berufung, aber haben Angst davon, Angst zu kündigen, weil die meinen, da ist doch die Sicherheit und Stabilität. Und das sollen die Stiergeborenen ein bisschen umdenken, weil jetzt haben sie die Möglichkeiten, Chancen, beruflich etwas verändern, verbessern. Die Gespräche sind vorteilhaft, aber es ist etwas zurückgegangen. Kann auch bedeuten, dass jemand meldet sich von Vergangenheit. Und die Liebe, Partnerschaft haben die Stiergeborenen gerade Glück. Und in den kommenden Tagen kommt etwas in Bewegung. Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeboren ist gerade ein Aufstieg und sie bekommen jetzt gerade Anerkennung. Und sie werden ihre Chancen, Möglichkeiten wahrnehmen und sie spüren auch diese Leichtigkeit. Die Gespräche können unangenehm sein, kann auch bedeuten, dass sie warten auf eine Nachricht oder auf einen Termin oder auf einen Vertrag und es kommt noch nicht. Aber eins kann ich sagen, ab 1. September ist die Zeit günstiger und dann können die Zwillingsgeborenen gute Gespräche führen oder kehrt etwas zurück. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist ein wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft, aber auch die Freundschaften. Alte Enttäuschungen sollen die Krebsgeborenen loslassen und im Vertrauen bleiben, weil sie haben gerade eine gute Zeit, besonders was die Liebe, Partnerschaft betrifft. Heute sind die Einschränkungen da und diese Nervosität, diese Unausgeglichenheit fühlen gerade die Krebsgeborenen. Ab morgen beruhigt sich das alles. Bei Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist wichtig, die Balance zu halten, Entscheidungen treffen und kluge Entscheidungen. Wo sollte man aktiv sein und Gespräche führen, etwas offenlegen, weil das ist, kann ein Vorteil sein. Und wo sollte man eher zurückhaltend sein und schweigen, das kann auch ein Vorteil sein. Und da brauchen die Löwengeborenen die Klarheit und die kluge Entscheidungen, das alles abwiegen, ausbalancieren. Aber heute kommt etwas, was die Löwengeborenen begeistert. Also neue Chancen, neue Möglichkeiten sind da. Und in die Liebe, Partnerschaft haben die Löwengeborenen gerade auch Glück. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen suchen eigenen Wege, treffen eigene Entscheidungen oder haben eigene Meinung. Es ändert sich etwas im Selbstbild und das ist ein wichtiger Prozess, gerade bei den Jungfraugeborenen. Sie fühlen sich noch etwas unsicher, das zu vermitteln. Die halten auch die Gespräche etwas zurück. Aber diese Selbstsicherheit wird in den nächsten Tagen stärker sein. Kann auch bedeuten, dass eine Nachricht kommt von der Vergangenheit. Bei Tierkreiszeichen Waagengeborenen brauchen die inneren Gleichgewicht. Eine gewisse Nervosität ist nämlich spürbar. Die Waagengeborenen ist ein wichtiges Thema, die Werte, nicht nur die Preise zu vergleichen, sondern das eigene Selbstwertgefühl und bitte keinen Fehler machen, mit anderen zu vergleichen, weil jeder Mensch ist einzigartig und jede Waagegeborenen ist einzigartig und mit dieser Einzigartigkeit, mit den eigenen Werten bewusst zu sein, ist sehr wichtig und noch eine gute Nachricht, dadurch verbessert die Finanzen, weil energetisch hängt das ganz eng miteinander zusammen. Bei Tierkreiszeichen Skorpion geboren war in die letzte Zeit eine gewisse Unbeweglichkeit und jetzt endlich kommt etwas in Bewegung und trägt Früchte. Und die kommenden Tage wird das auch sichtbar sein. Aber wichtig ist bei Skorpion geboren auch mal aktiv zu sein oder anderen mal zuzugehen, die Kontakte suchen. Die Gespräche nehmen etwas zurück, aber da dreht sich wieder, also eine gute Nachricht kommt doch. Ein bisschen Geduld noch. Bei Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist
wichtige Thema, die Sicherheit, Stabilität. Die Schützengeborenen haben Ziele. Diese Ziele sind erreichbar. Und heute gibt es auch Möglichkeiten und diese Möglichkeiten erkennen die Schützengeborenen. Aber die selbst bremsen etwas das ab, weil sie haben Angst davon oder die trauen das nicht zu. Also brauchen die Schützengeborenen eine gewisse Stärke und diese Stärke kommt von Inneren, weil in ihrem Inneren liegt gerade die Kraft. Was noch Kraft gibt, das ist die eigene Zuhause, die eigene vier Wände, die Familie. Kann auch bedeuten, dass sie ihren Kraft einsetzen in die wohnliche Situation, weil sie verändern etwas zu Hause, ein Umbau oder die verschönern etwas oder bei vielen Schützengeborenen sogar ein Umzug möglich. Bei Tierkreiszeichen Steinbockgeborene war eine große Herausforderung, etwas beenden, etwas loslassen, von etwas verabschieden oder kündigen. Das hat auch Kraft gekostet und auch viel Mut bei den Steinbockgeborenen. Und heute sind auch noch Einschränkungen da. Und das ist die Unbeweglichkeit, eine gewisse Nervosität. Die Steinbockgeborenen brauchen einen Ausgleich und das ist die Lebensfreude und sie sollen den heutigen Tag genießen. Und in den kommenden Tagen beruhigt sich etwas oder kommen mehr Möglichkeiten, Chancen, werden die Steinbockgeborenen dann auch wahrnehmen. Kommt etwas in Form und heute bitte den Tag einfach genießen. Bei Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen ist wichtige Thema die Liebe, Partnerschaft. Die Wassermanngeborenen fühlen sie sich unsicher, obwohl die Begeisterung in die Leidenschaft ist da. Und sie sollen auch diese Leichtigkeit spüren und den Tag genießen. Bei Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist auch die Liebe ein wichtiges Thema, aber auch die Vergangenheit. Und all diesen Gefühlen wie Verletzungen, Enttäuschungen sollen die Fischengeborenen verabschieden und eine Chance geben für die Liebe, weil jetzt fühlt sich sehr traumhaft an und sehr schön. Und das sollen die Fischengeborenen auch genießen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.